Ja, einen schönen guten Morgen. Hier spricht mal wieder Jamaikas FSX-Kanal. Heute möchte ich euch ein weiteres nützliches Tool vorstellen in meinem Video, und zwar den FSX Helikopter Autopilot. Nun, wer kennt es denn nicht? Diese Rumgurkerei und Fliegerei mit dem Heli. Dafür gibt es ein tolles Add-on, den FSX Helikopter Autopilot zum Downloaden bei AFSIM oder bei FlightSim.com. Nun, wollen wir doch mal ein bisschen loslegen. Zuerst möchte ich euch doch mal zeigen, nachdem ihr den Autopilot downgeloadet habt. Ich habe ihn in meinen Hubschraubern alle installiert. Das ist nicht schwer. Ich rufe hier mal einfach meine Bell auf, gehe ins Panel und sehe hier schon unter Windows Titels Autopilot natürlich wieder in der Reihenfolge eintragen, wie schon bekannt. Und dies ist nur eine Gouge hier unter Windows 04. Diese Gouge wird hier reinkopiert und das Panel wird auch in die Paneldatei kopiert. Das war's eigentlich schon. Dazu benutze ich natürlich wie immer den Flusifix. Damit kann ich nämlich wunderbar meine CFG-Dateien bearbeiten und speichern, ohne dass ich da große Probleme habe. Okay, dann wollen wir doch mal hier starten und dann will ich euch auch den Autopilot vorführen. Ich lege ihn für mich etwas in die Seite. Ich löse das Fenster immer, damit habe ich es in allen Bildern immer parat. So, wichtig. Wenn ihr den Autopilot vor euch habt, viele scheitern schon daran, wie sie ihn bedienen sollen, den gelben Knopf ausschalten. Und dann hier auf Hofer Control gehen. Den Knopf einschalten. Und wie ihr schon seht, rechts ein Pluszeichen, links ein Minuszeichen. Somit kann ich schon erstmal abheben und in den Schwebeflug gehen. Der Schwebeflug geht bis maximal 300 Meter. Dazu komme ich nachher noch. Hier unten seht ihr vorwärts. Wenn ihr in die Mitte geht, habt ihr Neutralstellung. Hier unten kann ich den Heli nach links Neutralstellung oder nach rechts bewegen. Neutralstellung nur zwischen die zwei Punkte fahren. Ich kann den Heli rückwärts fliegen. Neutralstellung mit der Maus. So, jetzt steigen wir nochmal, also nach oben. Und wir nehmen etwas Fahrt auf. Hier, HDG, sollte euch was sagen vom normalen Fliegen, kann ich links bzw. rechts steuern. Im Übrigen seht ihr hier meinen Flughafen München, EDDM, mein Heimatflughafen, an den ich schon eine ganze Weile baue. Und den ich natürlich irgendwann mal veröffentlichen werde. Es fehlen allerdings noch viele, viele Details.
und natürlich sehr zeitaufwendig. Aber bei Gelegenheit werde ich ihn als Frühwerk veröffentlichen. Aber jetzt nun mal hier zurück zum Autopilot. Fliege noch mal ein bisschen mit mehr Gas. Gehe noch mal in die Höhe. Natürlich ist dies ein praktisches Add-on, denn damit kann man den Hubschrauber oder jeden Heli ganz exakt steuern, weil ganz ehrlich, wem gelingt denn mit dem Joystick schon eine perfekte Landung auf einem Flugzeugträger oder auf einem Hausdach? So, und jetzt noch ganz wichtig, ihr könnt, da ihr in hoher Kontrolle hier, also in diesem Fenster, nicht über 300 hinaus könnt, geht ihr auf 300, beschleunigt den Hubschrauber auf 40, Minimum 40 km/h und dann könnt ihr vom Hofer hier rüber wechseln, einfach aktivieren und ihr habt hier VS-Steigung, Höhe minus runter dann und nicht mehr hier. Habt hier Kurve und Geschwindigkeit und alles andere bleibt. Und genauso, egal in welcher Höhe, könnt ihr sofort in den Schwebeflug übergehen, indem ihr wieder auf Hover Control drückt. Und wir gehen jetzt mal neutral hier und gehen in den Schwebeflug. Und wir lassen den Heli nach unten. Ihr könnt also ganz präzise steuern und landen. Nun, das war's, würde ich sagen, vom FSX Helikopter Autopilot. Wie gesagt, Download bei AFSIM oder FlightSIM. Dort ist auch eine Bedienungsanleitung zur Installation dabei, aber nicht, wie man das Teil bedient. Also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Jamaika.